Zwei Pakete frische Pasta Fettuccine. Was ist das? Fettuccine? Fett? Hast du mich fett genannt? Nein. So, Freunde, bevor wir aber mit diesem Video beginnen, haben wir einen Sponsor. Den zeigen wir euch jetzt. Wieder soweit. Wir haben einen Sponsor für dieses Video, nämlich die Firma Yedi. Und heute zeige ich euch den Yedi Waag Pro, der quasi auch ein Roboterstaubsauger ist. Ihr seht ihn schon. Ich habe ihn geschickt bekommen. Luki ist mit dabei und wir testen ihn. Ihr seht, wir haben hier eine sehr kleine Ladestation mit dabei, ansonsten den Roboter. Und was besonders interessant ist, ein Aufsatz zum Wischen, natürlich die Gebrauchsanleitung und ganz normal das Kabel. Hier sehen wir ihn schon im Einsatz. Er ist besonders schön flach und arbeitet mit einem Sensor über dem Teppich. Das ermöglicht ihn halt wirklich um die Tische herumzufahren bzw. auch wieder hervorzukommen. Davor könnt ihr es ein bisschen blitzen sehen. Das ist Tatsache der Sensor. Der kleine Roboter fährt quasi selbstständig um Hindernisse herum. Hier habe ich mal eine Flasche hingestellt und ihr seht, er fährt ganz behaglich an dieser Flasche vorbei. Vorne wieder die kleine Bürste, die da ist, um die kleinen Körner aufzusammeln. Hier habe ich mal ein paar auf den Boden gelegt, damit ihr es mal sehen könnt, wie entspannt der Roboter dort rüberfährt und dann einfach seinen Weg weitergeht. Hier geht es jetzt über den Teppich weiter. Ansonsten hier nochmal der Aufsatz zum Wischen ist vielleicht ganz interessant. Da ist der Wischmopp und da, wo das, der blaue ist, da kommt das Wasser rein und dann wird das einfach verschlossen, an den Staubsauger rangeklappt und dann kann der Staubsauger quasi den Weg wischen. Ihr könnt natürlich die Wischzone in der virtuellen Karte im Handy einzeichnen. Ansonsten, was ich persönlich auch ziemlich cool fand, ist da vorne diese Klappe. Ihr könnt nämlich den Staubsauger von oben aus leeren. Hier ist dann der Auffangbehälter für den Staub. Den könnt ihr jetzt so hier herausziehen. Und dann könnt ihr schon sehen, was der kleine Staubsauger alles eingesammelt hat. Hier hängt das ein bisschen raus. Mit Katzen ist das natürlich ja relativ klar, dass da eine Menge zusammenkommt. Natürlich arbeitet der Staubsauger mit einer mobilen App, die auch euer eine Karte euch zur Verfügung stellt, wo ihr den Staubsauger-Roboter in verschiedene Zimmer einteilen könnt. Ist hier unter dem Video verlinkt. Schaut sehr gerne mehr vorbei. Hallo Freunde! Hallo Freunde! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Max mir hat gesagt, das Video wird heißen Nie wieder Kaufland. Ich bin sauer. Ja, ich war leider heute nicht mit einkaufen, denn mir macht der Rücken noch ein bisschen zu schaffen. Deshalb hat Maxim freundlicherweise den Einkauf übernommen. Ja. Umso spannender wird es für mich werden, was Maxim alles eingekauft hat. Möchtest du, bevor wir mit dem Video beginnen, sagen, warum dich Kaufland so geärgert heute hat? Das mache ich, wenn das Video gestartet ist. Na, dann fang mal an. Freunde, also, Folgendes hat sich zugetragen. Den ersten Fehler habe ich gemacht, den nehme ich auf meine Kappe. Also, wir fahren immer zu einem Kaufland, wo auch Parkstationen sind. Ich bin aber falsch abgebogen und bin bei einem anderen Kaufland rausgekommen. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal 15 Minuten da extra hinzugucken. Also bin ich in den Kaufland gefahren, der so ein bisschen gammeliger ist. Ist okay. Mein Gott, das ist halt nicht die neueste Maus. So, ich da rein, eingekauft, chop, chop, chop. Der ist halt echt schlecht sortiert, so von normalerweise, wenn du so in so einen Laden gehst, dann weißt du eigentlich immer, du fängst an beim Gemüse, dann geht's weiter zum Brot. So typisch halt, ne? Kaufland ist ja immer gleich aufgebaut. Der nicht. Da ist alles komplett durcheinander. Zwischen den Broten stehen dann Gartenmöbel, zwischen dem Obst steht Chips. So, hat mich schon ein bisschen genervt, aber ist ja kein Thema. Ich also alles eingekauft, ich hatte mir eine Einkaufsliste gemacht und laufe dann da so durch und habe wirklich darauf geachtet, außer bei einem Produkt, dass ich ein bisschen im Budget bleibe. So, dann gehe ich zur Kasse, nachdem ich... Hast du mir was mitgebracht? Ja. Vielleicht sind zwei Sachen, wo man sagt, okay, das hat den Preis hochgetrieben ein bisschen, aber... M&M's? Ja. Aber nicht in der Art und Weise für das, was ich am Ende gekauft habe. Mag ich. Ihr könnt einmal gerne raten, was ich für diesen Einkauf bezahlt habe. Es ist mehr, als ihr denkt. Freunde, dann fangen wir mal an mit der ersten Einheit, die du in deiner Zornestüte hast. Schokoküsse! Es gab leider keine Superdickmanns. Ja, der Superdickmann sitzt ja neben dir. Hast du gesehen, immer wenn ich abgetippt habe? Ja, habe ich nicht gesehen. Okay, ich habe ja eine Liste und da ist Danny mit drin und immer wenn ich draufklicke, was ich habe, kriegt er eigentlich eine Benachrichtigung. Und ich habe bestimmt 10 Minuten die Schokoküsse gesucht, habe sie dann irgendwann gefunden. Das waren die einzigen. Sind aber nicht die Originalen. Ja, die gab es ja nicht. Ja. Ja, da freue ich mich. Die habe ich mir gewünscht, weil ich ja, wie gesagt, mit dem Rücken habe, da brauche ich manchmal, ich habe so einen Katzen da direkt auf der Nase, da brauche ich manchmal so ein bisschen, jetzt habe ich es hier. Hey, ab. Siehst du das Haar noch irgendwo? Nein.
Erzähl mal weiter. Ich muss mal... Hast du gerade den Kater weggeschmissen? Ja, weil der im Plastik... Das habe ich im Bad. So, weiter geht's. Okay, weiter geht es mit Salat. Ich kaufe mittlerweile immer die Salate mit der Erde, weil sie wirklich am besten frisch halten. Ja, weil man sie dann immer Wasser mit Wasser. Die kriegen Wasser und dann halten die locker eine Woche. Locker. Und kleiner Tipp, wenn ihr den abschneidet und weiter im Wasser stellt und dann in die Sonne stellt, wächst wieder ein bisschen Salat nach. Ja, da kommt eine Blume. Nein, ja, da freue ich mich. Salat ist ja auch was Feines, besonders in Verbindung mit Schokoküssen. Dann habe ich einmal einen Block Käse gekauft. Oh, da freue ich mich. Für Käsefondue? Nee, nicht für Käsefondue, aber so zum Snacken. Ach so, als Brotmahlzeit heute Abend? Nee, heute Abend gibt es keine Brotmahlzeit. Okay. Wolltest du schon wissen, was es heute Abend gibt? Nein, möchten wir noch nicht wissen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich bin ganz aufgeregt. Okay. Dann habe ich 2 Pakete Milch. Ich wusste nicht mehr, ob 3,8 oder 1,5. Deswegen habe ich einfach beide mitgenommen. Ja, also Tatsache ist, aktuell die 1,5er wohl besser, aber die 3,8er schmeckt einfach im Kaffee besser. Mhm. Ich weiß, die Meinungen gehen auseinander. Ich persönlich liebe die Bärenmarke-Milch, das wissen die Zuschauer schon, weil ich Tatsache da einen Unterschied schmecke. Dann die dicke Fleischpeitsche. Man könnte meinen, das ist unser Hauptnahrungsmittel. Und nein, wir machen mit dieser Wurst nichts anderes. Das haben wir nicht nötig. Die schmeckt wirklich gut, wenn man die klein schneidet und dann andreht und dann zu einem Spiegelei. Ja, das stimmt. Standard, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne Würstchen anbrät zum Spiegelei. Dann für Danny einmal die Peanut M&Ms. Also es gibt ja kaum Süßigkeiten, die ich nicht gerne esse. Aber diese Süßigkeit esse ich am liebsten. Weiß ich. Also M&Ms geht immer. Das ist wirklich so... Die waren auch, glaube ich, sogar im Angebot. Ja, ist auch die kleine Tüte. Echt? Ja, das ist die kleine Tüte. Da steht zwar 300 Gramm drauf, aber... Das sind eigentlich nur 100. Eigentlich ist das nur 280 Gramm Luft da drin. So, dann habe ich ein Paket Parmesan gekauft. Ja. Einmal den geriebenen, weil wir hier keine Reibe haben. Nee, die haben wir hier nicht. Und dafür für heute 2 Pakete frische Pasta Fettuccine. Was ist das? Fettuccine? Fett? Hast du mich fett genannt? Nein, Fettuccine. Ja, hast du mich fett genannt. Oh ja, gibt es heute Nudeln? Heute gibt es Pasta. Ja, aber, oh, mit was für einer Soße? Kommen wir gleich zu. Oh ja, da freue ich mich. Pasta kann man mal machen, die Nudel ist was Gutes. Und die, oh ja. So, dann habe ich einmal ein... Die sind größer, die Dinger, die du da brauchst. Ein Baguette gekauft zum Aufbacken, weil ich die Tage... Vorhin habe ich nach Rezepten geschaut in unseren Kochbüchern und habe... ein tolles Rezept gefunden, wo ich dachte, das möchte ich gerne machen. Wo wir gerade schon beim Thema sind, schaut mal in den Petit Verlag vorbei, da gibt es neue Kochbücher. Ja. Oh, schon habe ich dir gegen den Kopf gehauen. Entschuldigung. Oh, da geht's weiter. Dann haben wir noch mal das zweite Paket Fettuccine. Mhm. Ein Paket Mienudeln. Die mache ich ganz gerne, wenn wir BC-Pause haben und ich abends keine Lust habe, was zu bestellen. Dann mache ich mir die mit ein bisschen Mais, mit ein bisschen Zucchini. Zucchini wollte ich kaufen, 1 Kilo 4,99. Habe ich gesagt, nö. Hätte ich auch nein gesagt. Nö. Ja. So. Mhm. Dann habe ich für mich einmal die Meatless Burger gekauft. Diesmal sind die von Meatless Farm. Habe ich noch nie gegessen. Vielleicht sind die auch ganz lecker. Ich spare mir heute meinen Kommentar. Dann habe ich aus Versehen 2 Pakete Wraps gekauft. Eigentlich wollte ich nur 1, aber die haben aneinander geklebt. Also haben wir 2. Ja, daraus machen wir ja immer unsere Blitz, Flammkuchen. Ja, Flammkuchen. Müssen wir mal... Hast du auf der Eise beißen, du blöde Ziege. Seht ihr, so kriege ich auch immer Ärger. Woran beißt der denn? Ins Plastik. Ab! Dann habe ich für Danny einmal die Käseknacker gekauft. Oh, lecker. Zum Braten Käse, Kreiner, Schnecke. Ja, sowas hört sich lecker an. Und für heute Abend Pastasoße, aber... Mhm. Es wird nicht Carbonara geben mit Speck. Oh, schade, die hätte ich mir gewünscht. Ja, es ist ja Carbonara-Soße, aber ich habe Trüffel. Oh, das ist natürlich jetzt richtig spannend. Da könnte man schon fast noch ein Kochvideo zu drehen. Sehr schön. Das ist das gewesen, was den Preis natürlich nach oben getrieben hat. Ja, das glaube ich. Das kostet so ein Ding da? 7 Euro. Ist okay. Normalerweise, also kleiner Tipp, bei Rewe gibt es die im Glas. Die sind furchtbar. Die schmecken nicht ansatzweise nach Trüffel. Die sehen tatsächlich aus wie richtige Trüffel, weil die weiß innen drin sind. Und die bei Rewe sind so... Das sind eigentlich nur irgendwelche Pilze mit Kruste und die schmecken nicht. Also ich weiß, dass Trüffel nicht jedermanns Sache ist. Tatsache, ich esse Trüffel sehr gerne. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr zu Trüffel steht, ob ihr das mögt oder nicht. Ich liebe Trüffel. Ich auch. Und da dachte ich, machen wir heute mal eine kleine frische Pasta-Mahlzeit mit Trüffel. Schön. Ich hätte auch gerne Pasta selber gemacht, aber guess what? Es gibt immer noch kein Mehl. Also dieses Katzenhaar geht mir so richtig auf die Nerven. Das war alles? Nein. Ah. Dann habe ich ein Paket Ziegenkäse gekauft. Oh, das ist mal was Besonderes, ne? Mal in dieser Form. Ja, mal in dieser Form. Es gab den nämlich nicht in dieser, in dieser Rolle. Sehr lecker, ja. Und ich dachte, den kann man auch auf diesen Baguette sehr gut. Ja, sehr lecker. Freue ich. Ziegenkäse esse ich ja auch wirklich sehr gerne.
Dann habe ich einmal Cordon Bleus, Hähnchen Cordon Bleus gekauft. Ja, das ist auch teurer geworden. Ich glaube, kostet mittlerweile sowas schon fast 3 Euro, ne? 4 Euro, 3,99. Aber es ist, wisst ihr, das ist etwas persönliches Thema. Wenn es um Fleisch geht, ist es okay für mich, wenn ich auch einen Euro mehr zahle. Das sollten wir lieber nicht. Bei Gemüse und bei anderen Produkten. Dann mach mal weiter. So, bevor wir hier wieder. Ich habe mich schon extra nicht geäußert. Oh, Paprika. Paprika im Dreierpaket. Ja. Auch das, ich weiß, einige sind immer so ein bisschen Thema Plastik, aber ich probiere da auch wirklich drauf zu achten, bei, vor allen Dingen bei frischen Lebensmitteln. Was? Vielleicht ist was für Sie dabei. Die lauern da an den Einkäufen, die süßen Mäuse. Und ich probiere da ja wirklich so ein bisschen drauf zu achten, vor allem bei frischen Lebensmitteln. Diesmal habe ich nicht so viele frische gekauft, weil ich die schon bei mir zu Hause habe. Aber in Plastik verpackt, 1 Euro günstiger als einzeln verpackt. Nun gut, dann habe ich nochmal hier 3 verschiedene Soßen gekauft. Das sind diese Kochcremes. Sehr ungesund, aber mal lecker. Nee, aber sind light. Na, dann sind sie gesund. Mhm. Genau. Und ich glaube, das war's. Das war's, Freunde. Freunde, so sieht das aus. Schreibt mal in die Kommentare jetzt, was ich glaube, was der Einkauf gekostet hat. Und jetzt darfst du es sagen. 65 Euro. 65 Euro, jetzt ziehen wir mal die 7 Euro Luxustrüffel ab, aber trotzdem sehr, sehr viel Geld, Freunde. Ich denke mal, das geht uns aktuell allen so, dass der Einkauf so teuer ist. Aber trotzdem, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Schaut unbedingt im Petit Verlag bei den Rezeptbüchern vorbei. Ja, und falls ihr Tipps zum Sparen wollt, ich habe eben gerade bei Instagram gefragt, ob ihr Tipps zum Einkaufen, zum Sparen habt. Die werde ich sammeln und dann werdet ihr sie auf Instagram oder vielleicht hier in einem neuen Video. Machen wir ein neues Sparvideo hier auch bei mir, ist doch super. Ihr Süßen, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.